Ich wollte Security überlisten, wir wagen das Experiment, weil Jenny hatte das mal rausgesucht, weil ich mal über ein Video geredet habe, wie einfach, es gab so britische YouTuber, die haben sich einfach über Warnwesten, einfach mit Warnwesten überall reinschleichen können. Und scheinbar gibt es auch ein deutsches Experiment davon. Herzlich willkommen zur grossen Sneak-Dine-Challenge hier auf Watson. Wirklich weg. Oh. Okay, sind keine deutschen YouTuber, Entschuldigung. Es sind keine deutschen YouTuber, das ist Schweizerdeutsch. Wirklich weg. Einer hat Sina erwischt. Warum mache ich eigentlich so Scheiß? Nico, ich muss direkt in die Hülle mit deinen Lügengeschichten. Alter, das ist ganz schön süß. Komm raus hier. Abbruch hier. Abbruch. Ich bin immer wieder fasziniert, wie ich von Schweizerdeutsch immer nur die Hälfte verstehe. Ich bin jedes Mal aufs Neue fasziniert, dass ich irgendwie nur die Hälfte verstehe. Es tut mir so leid an alle von euch Schweizern, aber ich verstehe immer nur die Hälfte von dem, was gesagt wird. Das einzige Hilfsmittel, das wir haben, ist bei dir eine Leiter. Und ich habe eine schöne Leuchtweste an. Mal schauen. Eine Leuchtweste! Eine Leuchtweste! Das ist ein nicer Name für eine, Warnweste, finde ich. Wenn es aufgeht, hast du schon eine Taktik? Ich glaube, ich versuche es mit Intelligenz zu machen, weil ich weiß, dass deine Optik und deine Schorn haben keine Chance. Der Anfang macht der Sergio hier im Landesmuseum Zürich. Viel Glück. Dankeschön. Toi, toi, toi. Okay, ich brauche eindeutig die Untertitel. Ich kann ja versuchen, öfter mal in den Voice zu kommen. Dann kannst du in einem Jahr mehr verstehen. Jenny, das ist eine gute Idee. Dankeschön. Mach ich. Alles Gute, Sergio. Okay. Bis dann. Lauf entspannt, ey. So sieht ja jeder, dass du die Maschine sneak. Hey. Verstehst du? Reinsneaken? You are sneaky. He is a sneaky guy. Sneaky, sneaky, sneaky. Hatte Spätdienst, kann also leider nicht dabei sein. Oh gut. Dann gibt's noch Steuerdeutsch, das ist der Dialekt im Finanzamt. Geil, den kann ich nicht. Mit Akkord. Wohl, Akkord, ich verstehe dich. Jetzt kannst du ihn empfangen. Die erste Hürde hast du geschafft. Kommt ihr durch? Wie sieht's aus drinnen? Akkord? Seht schon, bist du aufgeflogen? Nico, ich kenne dich Lied und Titel. Er ist reingekommen. Das ist das Ding. Du musst eine Warnweste. Leute, wenn ihr irgendwie in ein Museum oder so wollt, ihr müsst einfach eine Warnweste tragen. Perfekt. Gadiadi, danke schön für den Lurk. Ich bin jetzt in Nino. Kostenlos im Museum kommen. Nee, heute nicht mehr. Was ist mit heute nicht mehr? Doch, du gehst jetzt raus und sneakst dich im Museum. Funkdisziplin, Leute, so kann das ja gar nichts mehr werden. Funk kann ich auch nicht verstehen. Du kannst dein Handy mitnehmen und aufstehen, Justin. Du brauchst Arbeitsklamotten und einen Koffer. Warnwesten fallen mehr auf. Also Engelbert Strauß-Hosen, meinst du? Dann denken die, du bist von der letzten Generation und schmeißen dich gleich wieder raus. Achso, mittlerweile nicht mehr. Stimmt, das meinst du. Ja, dann lieber Engelbert Strauß-Strumpfhosen, sag ich schon. Engelbert Strauß-Hosen, ein Arbeitsshirt von Engelbert Strauß und ein Koffer. Ist auch eine gute Idee. Wo ist das nächste Museum? Kein Handwerker trägt eine Weste. Ja, das stimmt. Wenn man es erst kaufen muss, dann ab in Späti, würde ich sagen. Strohhut Ruffy, danke schön für dein Follow. Viel Spaß mit dem Follow-Emote. Steh gerade vorm Museum, komm, wer mit rein? Ich trau mich allein nicht. Ja, dann nimm uns alle gleichzeitig mit. Zoo-Aktie oder normales Ticket günstiger? Beides teuer. Nehmt eine Warnweste. ältere bist schon von Steirisch mit dir reden. Die kannst du. Gibt es sie nicht? Oh Gott, das fühle ich ein bisschen zu sehr. Nachbarn? Trag am besten etwas, was jemand hinter einer Bühne irgendwie gebrauchen kann. Großes Spanplatten oder sowas. Bei einem Museum oder wo? Ich war gerade eine vom Kind hier und hat mich komisch angeschaut. Würde ich auch mit einer Leiter, was wollte ich? Löcher stopfen oder was? Ich Bilder abhängen oder aufhängen? Schönen Tag. Oh! He's gonna talk to them. Pardon. Hey, hast du es geschafft? Ohne Problem. Ich komme jetzt aber wieder raus. Irgendwie hat es Blaulicht überall. Die nimmt es, glaube ich, oder? Entschuldigung, ich glaube, ich war falsch. Ach. Nicht, dass sie sich verwundert. Entschuldigung. LOL! No way! Was? Es ist so krass, wie sowas funktioniert. Schnell. Jedes Mal.
So unangenehm. Aber gut, ohne Problem Echo. Wirklich? Ich kann eher durch. Ich will wissen, wo sie noch überall reingehen. Ja, ja, ich würde sagen, guck mal. Where else can I come in? Das war ja nur ein Museum. Ja, bis jetzt war es nur ein Museum. Mal gucken, wo sie noch reinkommen können. Ich glaube, einfach schaffen. Vielleicht muss ich da deine Leiter auslehnen. Schlussendlich. Ich krieg's nicht. Ach komm, probieren wir es. Noch ein Kunstmuseum. Mal gucken, ob sie es diesmal wieder schaffen. Wenn ein Polizist in der Nähe ist, hätte ich gesagt, wollen sie sich selber anzeigen oder soll ich das für sie übernehmen? Das wäre amazing. Schlag auf die Wange andrehen. Den Typen. Ah, keine Gewalt, you know. Und gute Nacht, JC, schlaf gut. Da war ich sogar mal. Ah, da war ich noch nicht. Hat der Nico, glaube ich, nie so nervös gesehen. Toi, 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 Nico. Toi, toi, toi. Scheiße, ja, richtig geschissen. Ah, die vergleichen mit Leiter und Beste. Okay, I see. Voll die Kacke hier, Backhaus. Schönes Kunsthaus, okay. Die erste Hürde ist gemeistert. Bist du im zweiten Stock, Backhaus, kennst du mich? Jawohl, ich bin im zweiten Stock, ich kann es gut abgehen. Ob er beschwert? Ich frag mich halt, das ist ja an sich, ist es doch nicht strafbar, oder? Ist das eine Straftat, wenn man da reingeht, ohne ein Ticket zu haben? Ich meine, die können einen ja aufhalten. Die machen ja Ticketkontrollen, technically. Also sollte es ja eigentlich nicht strafbar sein, oder? I mean, wenn die einen nicht aufhalten? Ich kenne mich halt mit der Rechtslage da jetzt nicht aus. Gute Nacht, was? Ich bin aber nicht. Jetzt sind zwei hier. Schleichen von Leistung. Ja. Dass es Einbruch zählt, das weiß ich halt nicht. Gute Nacht, Junge. Schlaf gut. Danke, merci. Gut, ich muss direkt in die Hülle mit deinen Lügengeschichten. Also, komm ganz raus. Okay, das ist natürlich noch eine wichtige Information, Jenny, dass da internationale Gastausstellungen sind und dadurch höhere Sicherheitsstandards. Wie beim Schwarzfahren, hätte ich halt auch gedacht. Selfie nicht vergessen, doch gut. Das ist so schön, der Safal. Die wollte ich nicht vorenthalten. Schick. Maybe Hausfriedensbruch? Ah, das hätte ich halt nicht gedacht. Die Frage ist auch, wie viele Schilder darauf hinweisen, dass Unbefugte da nicht rein dürfen. Ja! Aber immerhin der Punkt geholt. Gratuliere, schöne Nico. Danke. Es würde mich nicht verwundern, wenn du mit einer Notellnummer verändern da rauskamst. Aber es hat geklappt. Okay, Museum scheint scheinbar kein Problem zu sein. Die können sich gut damit rausreden, dass es eine Kunstaktion ist. Could they? That would be a big question, though. Unentschieden! Ja, weiter geht's. Was ist das nächste? Wir gehen in ein 5-Sterne-Tempo, in ein 5-Sterne-Hotel. Okay, das stelle ich mir jetzt schwieriger vor. Aber beziehungsweise noch nicht mal unbedingt schwieriger. Ich meine, reinkommen tust du. Aber du kommst ja nicht in irgendein Zimmer rein oder so. In Deutschland weder Hausfriedensbruch noch Einbruch. Es ist ein einfaches Erschleichen von Leistungen. Nur weil das Personal nicht in der Lage ist zu erkennen, heißt das ja nicht, dass er nicht einbricht. Okay. Aber das wäre ja einfach. Du musst dort in eine Küche rein. Aber Schweiz ist wieder ein Nachteil für mich. Dich kennen sie natürlich in den 5-Sterne-Hotel von der Schweiz. Sag ich nicht mal, wächst der Kamera, jetzt habe ich wirklich gerade null Bock. Wirklich nicht. Perfekt, danke vielmals. Schwarz ist gut. Ich glaube, ich habe mehr Angst vor dem Portier, der innen vor dem Empfang. Nein, da kommt schon rein. Vor allen Dingen, wenn man die nicht anzeigen, weil es größer gemacht wird und die Sicherheit so schlecht ist. Depends. Ich meine, es gibt auch eine Version, wo Leute das in Deutschland versucht haben. Ich meine sogar in Berlin. Interesting. Ja, aber dir ist also, ich hatte es halt in der UK gesehen ursprünglich. Und das hatte Jenny gepostet, weil es halt so ähnlich war. Ich wollte nicht sehen, so ein Karotten-King-Mensch. Sobald sie das Messer ziehen, säckeln. Hallo, Sina.
Alter, da würde mir, da würde ich aber Muffen, ich würde bei so einer Aktion immer Muffensausen bekommen, so richtig krasses. Herr Kuch, das beim Empfang 80% teuer ist, Küche und gut ist, Foto fertig. Nico, hörst du mich, verstehst du mich? Gehöre dich, Dagor. Gut, ich dich auch, perfekt, Dagor. Bis später. Viel Glück. Gott, ist das unangenehm. Ja, sehr unangenehm. Aber es steht gerade niemand vor mir drauf. Ist das mein Moment, Dagor? Gott, ich hätte so Muffensausen. Gute Nacht, Pico. Vor allem ist nicht irgendein Hotel. Es ist das Szenenhotel Borolac. Es tut mir leid, das von dem Hotel habe ich noch nie gehört, aber ich kenne mich auch nicht mit 5-Sterne-Hotels aus. Was sagen die da? Ja, sie versuchen sich reinzuschleichen in verschiedenste Institutionen. Danke, das ist keine Hilfe für mich, Dagor. Pass auf, stecken! Hörst du mich noch? Er kommt nicht mehr zurück. Hafer Cappuccino? Boah, du kennst dich nicht mit 5-Sterne-Hotels aus. Nein. Leute in deiner Küche ist auch anders wild. In einem Museum noch eher denkbar. Das stimmt allerdings. Ich würde halt auch eine Leiter nicht in der Küche vermuten. Du könntest halt eine. Ich glaube, du könntest eine Leiter echt gut nutzen für. Also du kannst eine Leiter schon gut in einem Hotel gebrauchen, aber halt nicht in der Küche. Gute Nacht, Ginger in der Biss. Schlaf gut. Das hört sich so süß an, was sie sagen. Schweizer Deutsch, ja, das klingt gut. Alles easy, das ist unsere Preiskasse, ja. Nope. Ja, danke, Gott zahlen, gern. Ja, natürlich. Danke schön. Mit der Karte, gern. Grüezi. Ich bin von der Firma Watzow, Gebäudetechnik. Ich mache mir Wasser in der Küche. Es... Nicht hier. Nicht hier? Ja, ich würde ein paar schnell Hände. Und da ist... Links, noch einmal links. Um das Gebäude. Ja, dann... Alter, die zeigen denen das sogar. Ich musste schon mit einer Leiter in die Küche gehen. Ja, das ist nicht undenkbar bei einem 5-Sterne-Hotel. Ich weiß nicht, ob das dann halt also ich meine, das müsste eher angekündigt sein, right? Du, eine Tore. Die rein, die jawohl. Genau. Okay, merci vielmals, danke schön. Es ist schon so wild. Ein kleines Update. Er hat mir direkt gesagt, ich darf nicht mit der Leiter durch die Lobby. Ich muss jetzt durch den Verlust. Ja, mit der Leiter darf er nicht durch die Lobby. Ja, auch in, das stimmt, auch in einem 5-Sterne-Hotel weiß nicht jeder Bescheid. Keine Ahnung, wo das Entry ohne ist. Kann ich mal sehen, vorbeilaufen, aber that's it. Ja, grüezi. Hier ist Firma Watzow vom Wasser, von Gebäudetechnik. Ich bin hier wegen einem Wasserschaden in der Küche. Okay, das ist schon, das ist bold. Das ist ein bolder Move, zu sagen Wasserschaden in der Küche. Bruno, bräuchte auch eine Leiter? Ich habe meinen Tritt. Ich denke, ich würde mich generell ohne Verkleidung oder ohne große Gegenstände versuchen reinzuschleichen. Ja, oder? So ein bisschen eher das. Vor allen Dingen, je größer das Objekt, desto weniger haben die einzelnen Leute voneinander Ahnung. Das stimmt. Das ist auch bei so Parks und so größeren so Einkaufszentren sicherlich so. Ein Kumpel hat mich auf der Arbeit besucht, hatte seinen Blaumann an. Die haben ihn sogar in den Generalschuss in die Hand gedrückt, ohne zu fragen. Oh, what? Okay, das ist krass. Abbruch, kommen wir zurück, Abbruch. Setscho, bist du noch da? Bist du drinnen dort? Nein, ich habe es nicht geschafft. Sie wissen, dass irgendetwas im Gange ist. Die haben meine Idee gelassen. Ah. Techniker oder irgendetwas. Naja, das war halt auch ein bolder Move, den er da probiert hat. Das war nicht so zufrieden uns gewesen. Scheisse. Das war ein richtig krass. Nein, niemand ist so enttäuscht wie ich. Niemand ist so enttäuscht wie ich. I was waiting in the undertow. I was waiting in the undertow. Keine Chance. Wir müssen, glaube ich, Fliegen machen. Abgang hier. Ja, es geht schnell. Wo gehen wir eigentlich her? Ich glaube, jetzt bist du wieder Hyatt. 5-Sterne-Hotel für dich, ab in die Küche. Aber dass sie sich beide in die Küche. Also, ich meine, okay, es ist geil, dass sie beide das gleiche Ziel haben, aber dass der sich auch in die Küche schleichen muss. Ich bin froh, hast du nicht vorgelegt. Wie soll er denn mit der Weste in die Küche kommen? Fama, da kommt niemand. Da kommt einfach niemand. Wir reden danach noch mit denen. Skate. Mit wem? Mit den Leuten in der, also mit den Leuten im Museum und so? Also um das aufzuklären? Bestimmt. Bestimmt. Ich hoffe. Also Klimakleber bei der Küche, nein! Mach nicht mehr so Buch wie im Museum, gell? Nein. Museum ist lustiger gewesen. Mit dem Bringst Hotel, das ein Prank ist, I hope to. Ich gebe mir Mühe. Das war wunderschön. Ich hoffe es auch, dass sie damit reden. Drücke die Timme. Gut. Vor allen Dingen, was so sicherheitsmäßigen Sachen angeht. Ne? Siehst du noch etwas? Okay, so straight wie möglich. Sie ist schon zweimal aufgehalten worden. Okay. So mega unangenehm.
Warum mache ich eigentlich so Scheiß? Und das als Chef. Hol dir den Punkt. Mach's einfach straight, Augen zu und durch. Ich habe keine Ahnung, wo ich durch muss. Das ist schon da, straight durch. Die andere wurde einfach aufgehalten die ganze Zeit. Lol. Hä? Oh mein Gott. Oh Gott, wie das hier aussieht. Das ist richtig, richtig unangenehm. Nico, wie sieht's aus? D'accord. Alter, weißt du, in so einem 5-Sterne-Hotel fühle ich mich eben wie im KDW. Fehl am Platz. Punkt. Fehl am Platz. Also dafür hätte ich auch nicht die metaphorischen Nüsschen. Nope, ich auch nicht. Beim Hyatt, also einer Kette, kann ich mir schon eher vorstellen, also bei einem Familienbetrieb als bei einem Familienbetrieb oder so. Das stimmt auch wieder. Das muss man mit berücksichtigen, aber bei einem Familienbetrieb, yes. Grüß ein Cookie, schon. Cookie, was brauchst du? Ja, irgendetwas wegen der Herdplatte. Sie ging irgendetwas nicht gut oder so. Und okay, wer hat sie angerufen? Wärme und Partner. Frage, welche in der Küche, aber wir haben einige. Nico, wie gesagt, jetzt bist du schon verhaftet. Ich Nico, es ist ganz wichtig, dass du die Arme nicht verschlossen. Wir zeigen mir ein mittelmäßiges Solarium. Solarium. Ach gut. Nico, ich bin nervös. Ich komme jetzt zum Segel, ich bin mit dir. Mach nichts für Selfie, mach ein Selfie. Ja, im Hotel. Hilton hat es geheißen. Hotel Hilton. Hotel Hilton? Ja. Okay, ist gut. Ja. Nein, er hat sich nicht mit dem Hilton rausgeredet. Nein, er hat sich nicht mit dem Hilton. Okay, er hat sich mit dem Hilton rausgeredet. Okay, wow. Holen Sie das mit dem Gabelstapler ab, was genau? Also, Lisa, Lieferdienstfahrer, in Jena bin ich auch überall reingekommen. Das Beste war Arztzimmer in der Intensivstation von Uniklinikum. War das irgendwie der Patient oder der Arzt? Wer hat da Pizza oder nicht nur Pizza? Wer hat da Essen bestellt? Ja, jetzt will ich es wissen. Oh, danke schön, Ryukin. Das ist tatsächlich jedes Tier. Du hattest so bei Haare und angefroren. Die Perücke war toll. Ich hab's ja auch gemacht. Bei der Unabhängigkeit, Info, Abbruch. Oh, ja, Abbruch. Ja, ich hab Pocky von vorhin gesehen, ich hör noch zehn. Hier ist, bei uns ist kein Herd kaputt, bei uns ist kein Herd kaputt. Nein, der Pocky kommt nicht, ey. Das war auch sehr weit hoch angesetzt, finde ich. Also da in ein Hotel reinzukommen, in die Küche. Also in die Lobby, ja, aber da kommt halt jeder rein, aber in die Küche. Das war auch schon... Scheiße. Also das ist ein großer Büro von CS. Ganz schön, Alter. Der Preis hat von dir nicht versprochen, aber ich versuche, dass ich es wieder schaffe. In Banken? Sind es die Banken, die noch besser werden? Was heißt denn das? Schaffst du? Kopf hoch. Wird schon schief gehen, mein Junge. Wird schon schief gehen. The stage is yours. Oh Gott, so unangenehm. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich noch nie ein Mensch mit einer Leiter da in die Filiale rein. Und dann noch etwas zurück, bestimmen. Deshalb bis zum Tresor kommen? Ja. Okay, wenn der bis zum Tresor kommt, dann mache ich mir echt Sorgen um mein Geld. Jetzt schon, gib schon ein Lebenszeichen. Bist du noch da? Nein, jetzt keine Sorgen. Die Informationen zum Wasserschaden. Ich sollte... Bis zum Büro, nicht bis zum Tresor. Okay, still. Okay, das war nass, vielen Dank. Oh mein Gott, die Ärzte haben Essen bestellt, weil ich keinen Bock hatte, 100 Meter durch das Gebäude zu laufen und dann zu klingeln, wenn ich in der Notaufnahme rein durch die Tür am Ende mit den Fahrstuhlzeitern hochlaufe, quasi schon drin und die werden dann zugestellt. Lol! Die Schweizer Bank natürlich kommt jetzt zum Tresor nicht. Ja, das hab ich mir gerade gedacht. Dankeschön für den Follow, Okay, perfekt. Sechok, hörst du mich noch? Hat sie verwünscht? Nein. Ich müsste zum Personaleingang und er hat mich schon geworden. Der ist bewaffnet. Oh mein Gott. Nee, geht es okay? 37 Minuten. Oh, du hast meinen Geburtstag. Amazing. Wenn der jetzt zum Tresor kommt, wechsle ich die Bank. Aber ich glaube, das ist eine andere. Ist das deine Bank, Delta? Waffe. Mit Pistolen. Mit Pistolen bewaffnet. Alter, das ist ganz dünnes Eis. Komm raus hier. Abbruch. Da ist schon mal ein Tresor. Abbruch. Abbruch oder soll ich probieren? Probier's. Machst du das als Ausbildung? So als Frage? Jetzt wird's, glaube ich, ganz schwierig. Was soll er denn machen? Was soll er denn machen? Was soll er denn da jetzt machen? Ist er erschossen worden oder lebst du noch? Seht schon, spielt keine Rolle. Unser Chef hat eine gute Versicherung. Plus, wir haben einen guten Rechtsanwalt bei Watson. Kein Problem. Er antwortet nicht, das ist gruselig. Das ist sehr gruselig. Bei uns in der Firma würden die nicht reinkommen. Es ist in Firmenpolitik, dass es nur zwei Arten von Dienstleistern gibt, die nur mit Babysitter rumrennen dürfen. Das ist aber bei vielen Firmen mittlerweile so, also bei so richtig großen. Beispielsweise, als wir, das kann ich nicht on stream erzählen. Egal. Wir waren nur bei einer Sache, bei einer relativ großen Firma, da konnten wir auch nur mit Ausweis und so rein. Verstehe überhaupt nichts, deswegen gibt es die Untertitel. Mein Vater arbeitet da. Ah, nice. Richtig cool. Du bist auch in die Schleusen? Alter, also nach einer OP muss man sich halt auch mal eine Pizza und eine Cola gönnen können, Bomben. Also, das wäre so mein Drip. Wenn ich Arzt wäre, ich würde das machen. Wo bist du? Ich sehe, kannst du mal das Fenster auf tun? Oben in der Mitte, wäre noch schön.
kommt nie zurück. Gut, hörst du mich? Ja, ich höre dich laut und deutlich. Wie schlägt? Wir müssen weg. Ich glaube, Zina hat verwitscht und wir können schon hier abholen. Wir müssen, glaube ich, wirklich gerade weg. Okay. Rauskommen. Abbruch hier. Nico. Wirklich weg. Sind wirklich weg. Komm. Einer hat Sina erwischt und ist jetzt mit der Sina hier stehen. Einer hat sie gesehen, wie sie filmt. Und dort habe ich nur gesagt, oh, Watson. Und dann hat sie sich da erklären. Scheiße. Aber die wussten, Watson, ist das irgendwie ein Magazin oder warum wissen die alle, wie das heißt? Ich konnte auch nur einen Ausweis wo rein als Callcenter-Mitarbeiter. Mm. Und Leute, von denen niemand weiß, keiner der Teamleiter, die werden weggeschickt. Ja, das macht ja auch Sinn. Ist sehr sinnvoll. Ja, leider nicht geschafft. Keine Chance. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Auf den Punkt verzichten, das geht. Ein kleiner LSD-Trip. Ja, schade, Sergio. Ich bin unter dem Strich wirklich richtig froh, lebst du noch, beziehungsweise bist du nicht abgetasert worden. Die Frage ist, ob wir Zina jemals wieder gesehen. Ich bin bei der UBS um die Ecke. Ist gut. Ich war so am Punkten, um mich zu kommen. Ich musste einfach die Aufnahmen zeigen. Und wir haben mega Glück gehabt. Ich kann alles verpixeln. Dann ist okay. Okay, also Sie haben das auch nochmal aufgeklärt, ob man das. Okay, gut. Okay. Super. Ich glaube, es ist für dich nicht die beste. Natürlich hätten die das verpixeln müssen, ist ja klar. Du hast gesehen, die Jungs finden das nicht so witzig. Ich bin dir von Herzen dankbar. Sehr gerne. Aber der Fair war, ist doch schön, wenn du zwischen Konkurrenz zur Linie gehst und mal schaust, wie von denen der Newsroom ist. Mit einer fucking Weste? Ja, Aufmerksamkeit. Zieh es durch, machst es. Ich hätte einfach nicht die Balls. Ich hätte niemals die Balls, sowas zu tun. Babysitter. Und der Babysitter musste darauf passen, dass die keinen Unsinn machen. Das macht ja auch Sinn. Sonst kannst du mich rausholen mit der Leiter. Und die kennen die? Wir sind jetzt vor der Ringe. Jetzt weißt du deinen Auftrag, hier in den Newsroom von Blick zu schauen. Alter. Und so Alter. Jetzt sehen wir mal, ob die heimliche Watson-Leserinnen und Leser sind, ob sie mich schnell erkennen oder nicht. Ich bin gespannt. Viel Glück. Merci. Ich würde mir so in die Hose scheißen. Yes, same. Genau dafür sind die Babysitter da. Ich mag die Bezeichnung Babysitter. Hey, warte mal. Ja, okay. Das ist auch relativ normal, Madness, sowas in solchen großen Instituten. Einfach nicht machen. Man weiß nicht, was man für Ärger bekommt. Jupp. Oh Gott, ist das unangenehm. Das glaubst du gar nicht. Da unten ist das Radio. Komm doch zu mir. Komm, du bist doch eine kleine lokale Berühmtheit. Ich kenne da eh alle. Ja, bist du unten? Oh mein Gott. Er macht wieder die gleiche Taktik. Das ist tatsächlich eine sehr schlaue Taktik, die ganze Zeit zu funken und so tun, als würde man sich mit jemandem kommunizieren. Die sollen mal gerne im Knast machen, was genau? Sie fragt gerade nachher schnell. Oh nein, das ist nicht. Grüß dich. Ich soll zum Newsroom. Ja, was? Wir hatten dort Kamera-Equipment noch. Wir sind Kabu. Er hat das mit Blick-TV. Ja, Herr Scherer, haben Sie Kontakt gehabt? Mit dem Herr Scherer? Ja. Wo sind Sie? Mit Technik und Partner. Technik und Partner, das ist auch das Schlauste, was man machen kann. Allein wenn jemand ständig rumfunkt, das wäre mir schon sass. Mir auch, aber... Ich hoffe, bei dir ist gerade mega leislig und alle kehren mich. Hallo, für manche hallo, wirkt hallo, das professionell. Ja, ich bin jetzt gerade... Bei der Ringe? Ja. Sehr kreativ. Ich kann ein Herr von Technikpartner definieren. Also es geht irgendwie um ein Objektivdeckel, das wir noch haben. Objektivdeckel sind noch bleiben liegen. Ja, Moment, ich gebe. Oh mein Gott. Grüß dich. Nico, hast du das Jobangebot bekommen? Bitte melden. Ich arbeite selbst mit den Sitzungen da. Ah, jetzt sehe ich wieder. Kurz auf den Blick. Das ist mein Energy-Befall. Ah, ist die Energy-Befall. Ich gefällt. Danke vielmals. Sorry. Danke. Könntest du mir den Objektivdeckel noch bringen, den wir vergessen haben? Letztes Mal bei Produktion. Ich denke mal. Er wurde entdeckt, die sollen versuchen, das kommt nicht durch Kyoto. Ach, einfach reingehen und sagen, ich will ein Bild vom Newsroom machen und dann lassen die dich bestimmt auch durch. Bastard!
They got busted. You're busted. Tada! Erwischt! Wegen dem Objektivdeckel habe ich vergessen. Ich heisse Welle. Vielleicht falsch. Hey, ja, ja. Ich kann mich nicht einfrieren. Ich habe nicht die Straße im Büro. Aber ich habe die Kantine gesehen. Nico, Kantine gibt dir keinen Punkt. Grossräumbüro für den Punkt. Also ich würde es vielleicht ohne Leuchtweste probieren. Das ist ein weniger auffällig. Hey, ich muss sagen, ich bin aufgeflogen hier. Hast du dich erkannt? Mein Lieblingsmoderator begleitet mich gerade raus. Ich bin aufgeflogen. Merci vielmals. Okay, das war schon sehr fun. Oh mein Gott. Ich hätte aber nicht gedacht, dass die überhaupt insgesamt so weit kommt. An Teilen sind die echt weit gekommen. Aber sie haben es eigentlich nur ins Museum geschafft. Das ist so das Ende von dem ganzen Ding. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas und ist radioaktiv. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas und ist radioaktiv.